Hallo, schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Let's Play Arno 1404. Wir sind jetzt hier etwas weitergekommen. Unsere sogenannten Freunde hier sind ja weiter in den Orient, um in diesen Kreuzzug zu ziehen. Und wir haben uns quasi dem ein bisschen entgegengestellt. Jetzt sind wir alleine auf der Seite eines Mannes, der ja eigentlich von den anderen jetzt irgendwie angegriffen wird und belagert wird. Und wir müssen dem jetzt helfen. Der aus dem Orient ist ein bisschen jetzt unser Freund, der kann uns aber nicht großartig helfen. Wir müssen jetzt hier wieder eine ganz große Siedlung bauen, und zwar von Anfang an und viel weiter vorantreiben als die Siedlungen davor. Und das finde ich schon mal cool. Das heißt, wir haben jetzt relativ lang freie Hand, so zu bauen, wie wir wollen. Wir müssen jetzt nur gewisse Ziele erreichen. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig genau erinnern beim letzten Mal, seitdem ich da gespielt habe. Auf jeden Fall ging es ja darum, dass ich Waffen machen musste. Und ich glaube, ich muss jetzt sogar kleine Armeen bauen, damit ich jetzt hier Krieg führen kann. Ich befinde mich quasi jetzt mal in so richtigen Gefechten, nehme ich jetzt mal an. Wir hatten ja unsere letzte Seeschlacht im letzten Video und die war ja eigentlich okay, wobei wir da auch schon ein Schiff verloren haben. Also ganz so ohne ist das nicht. Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein, schauen wir mal, was uns erwartet und bauen einfach mal gemütlich drauf los. Ich wünsche euch viel Spaß hier mit der neuen Folge und eine gute Unterhaltung. Naja, gut, da sind wir jetzt in-game hier. Da sind wir letztes Mal auch stehen geblieben. Jetzt schauen wir mal kurz. Also hier, unser Freund braucht was von uns. Er möchte 8 Tonnen Lederbänzer und 690 Patrizier in diese Siedlung. Okay, die Siedlung ist schon etwas größer gemacht. Und auch schon größer gebaut. Oh, die haben schon fast alles gebaut hier. Hanfplantagen. Interessant, wie die das gebaut haben, die Webstuben. Die haben die Hanfplantage und die Webstube direkt in die Mitte gesetzt. Das gleiche gilt auch fürs Backhaus, für die Weizenfarm und für die Mühle. Das ist natürlich viel kompakter, wie die das gemacht haben. Wir haben die bauen gar nicht so schlecht hier. Dann auch noch eine Seilerei. So, was haben wir hier an Bevölkerung? Wir haben 600 Patrizier. Die kann ich mir so viel machen. Ich brauche 690 Patrizier. Okay, haben wir noch Nebenmissionen? Nein, okay. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Wie schauen wir denn aus? Das Bürgerhaus ist sehr zufrieden. Unser aller Bemühungen für diese Stadt tragen goldene Früchte. Die Patrizier sind auch nicht unzufrieden, sagen wir es mal so. Sie wollen halt nur, dass wir mehr bauen. Jetzt schauen wir mal kurz, ob wir eine Werkzeugproduktion hier haben. Kleines Markthaus, hier kann man Stein noch abbauen. In Welfenberg gibt es Stein, Kohle und Eisen. Das heißt, wir können hier Werkzeuge produzieren. Oh, und sie werden sogar produziert. Flackert die Luft. Waffenschmiede produziert ein bisschen wenig Eisen, aber ich glaube, das ist nur, weil wir das Spiel jetzt gerade gestartet haben. Hier ist Eisen. Die haben wir alles sehr, sehr schön gebaut. Eine Köhlerhütte. Werkzeugmacherei, Eisenschmiede, alles da. Eisenschmiede. Ja, schlecht schaut es mal nicht aus. Schauen wir hafenmäßig aus. Wir haben hier eine Werft. Wir haben zwei Fischerhütten nebeneinander. Ein Reparaturkran. Kleine Häuser. Wir produzieren Holz. Wir haben auch die ein Steinmetz hier. Alles wunderbar hier, oder? Ich würde sagen, wir bauen noch ein paar Häuschen, wo noch Platz ist. Da noch ein Haus. Die haben auch sogar die Straßen etwas besser ausgebaut, als ich das in den letzten Spielen gemacht habe. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir natürlich mehr Aufstiegsrechte und das sollte uns gleich mal die Patrizier bringen. Und anschließend müssen wir Lederbänder herstellen. Ich schau mal kurz, wir haben auch noch eine zweite Insel. Oh, alles da. Wir haben auch eine Gewürzroute. Weil wir hier Gewürze anbauen, was bauen wir noch an? Hier könnten wir noch Indigo anbauen und veränderbare Ressourcen. Das heißt, wir könnten noch etwas anpflanzen hier.
mit dem Saatgut, was wir von Al-Sahir bekommen. Den zum Angriff, meine getreuen Ritter! Für Gott und den Kaiser! Bei Allah! Die abendländische Flotte greift meine Plantagen an. Es sind doch nur einfache Dattelpflücker, unbewaffnet und ohne Schutz. Ich erflehe euren Beistand. Zu Hilfe! Madame d'Artois greift meine Handelsschiffe an. Nee. Sie sind doch unbewaffnet. Ich habe hier gar nicht so viele Schiffe, oder? Hermes, Komet. Sind das Handelsschiffe oder ist das was anderes? Kleines Handelsschiff, Flaggschiff. Ein Flaggschiff. Fahren wir da hinten. Schnell. Komm mal zu deinen Flaggschiffen. Ist das eine Nebenquest? Achso. Hoppla. Vielleicht sollte ich gar nicht mit nur einem Schiff angreifen. Ich glaube, es wäre nicht gut. Schaffe ich es, mit einem Schiff gegen zwei kleine Schiffe anzukommen? Ich weiß nicht. Zum Rückzug! Die Engel befehlen es! Wir formieren uns neu! Oh Gott. Werdet ihr diese Männer und Frauen in Sicherheit bringen? Ja. Seid bedankt. Mit Allahs Segen werdet ihr hoffentlich meinen Hafen sicher erreichen. Okay, wir haben jetzt diese Leute einfach nur mitgenommen. Wir hätten es gar nicht retten können. Das sind also alle Dattelpflücker, die ihr retten konntet. Ja. Ich danke euch von Herzen. Ja. Die Patrizier scheinen sich für die Verarbeitung von Leder zu interessieren. Richtig. Ich kann Sachen mit Ruhm kaufen hier. Saatgut, Seidenraupen. Hochwertiges Segeltuch, okay. Das kann ich noch nicht. Zunftmeister, erhöhte Produktivität. Aha, ich könnte Sachen von ihm kaufen. Die Patrizier scheinen sich für die Verarbeitung. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Wo denn? Schon wieder. Ja, der hat so viele schöne Inseln, der Typ, aber... Seine Insel ist jetzt kaputt. Hier sind Korsarenschiffe, glaube ich. Okay. Wir helfen dem jetzt mal, indem wir jetzt hier ein paar Schiffe bauen. Wie viel Geld machen wir? Wir machen sowieso mehr Geld, als ich brauche. Kleines Kriegsschiff. Wir brauchen Waffen. Okay, wir machen mal Waffen. Damit wir dem auch helfen können. Wo ist die Waffenproduktion? Hier. Da war Kohle da unten. Okay. Es gab schon eine Waffenschmiede. Oh, hier haben wir eine zweite. Warum haben wir dann so wenig Waffen? Ihr seht nur, es hat sich jemand gefunden, der in der Lage ist, Lederwämser herzustellen. Hamdallah. Wie denn? Die Erzeugung von Lederwämsern ist eine aufwendige Angelegenheit, die auch viel frisches Wasser erfordert. Doch im Nordosten soll es eine Insel mit einem Fluss geben. Muss ich mal Norden hier, weil das schon so komisch aus, wenn ich nach Norden gehe und auf der Karte geht aber nach Süden. Okay, jetzt passt es, glaube ich. Das ist erst so komisch gedreht, okay. Okay, was will er mir jetzt sagen? Speziell gekennzeichnete Stellen an Flüssen ermöglichen den Bau von Betrieben. Gut. Jetzt könnte ich hier Schweinezucht machen. 4 Schweineställe bildet den fruchtbaren Boden produziert Tierhäute. Achso, dann geht das nicht überall, oder wie? Was produzieren die hier? Gewürzfarme. Kleines Markthaus.
Und habe ich auf meiner Insel keinen Fluss? Nein. Verstehe nicht ganz. So, wir lesen nochmal kurz die Anleitung. Wie funktioniert das mit dem Schweine? Lederwämser. Errichten Sie auf der Insel im Nordosten folgende Gebäude. Eine Gerberei, eine Schweinezucht mit 4 Weiden, eine Salzmine, eine Saline und einen Köhler. Die Gerberei muss auf einem Flussbauplatz errichtet werden. Wir schauen mal ganz kurz. Schweinezucht, Saline, Gerberei. Aha. Warte, hier unten. Und wo ist der Flussbauplatz? Hier. Aha. Deswegen zeigt er das hier an. Okay, das heißt, ich muss da unten jetzt in den Süden. Das haben wir alles. Nicht viel. Jetzt schauen wir jetzt mal, was wir brauchen. Wir brauchen Holz, wir brauchen Steine, wir brauchen Werkzeuge. Vieles von allem eigentlich. Gut. Können wir jetzt schon ein kleines Handelsschiff bauen? Bitte mal ein kleines Handelsschiff hier, weil ich glaube, ich muss damit den auch handeln. Und hier nehmen wir uns jetzt mal etwas mit. Und Steine auch. 20, 20, 20. Ja, ich glaube, das sollte reichen. Ein bisschen mehr. Nehmen wir 30 von allen. Und dann bauen wir uns jetzt mal hier die Schweinezucht auf. Schiff fertiggestellt. Okay, wir haben jetzt ein Schiff vom Stapel laufen lassen. Boah, ich glaube, die fährt da rum mit ihren Schiffen und knallt da ab. Hm? Großes orientalisches Handelsschiff. Meine Schiffe dienen Gott allein. Ja, ja. Schaut doch nicht so aus. Okay, sobald ich jetzt mal hier genug Werkzeuge habe, werden wir jetzt dann ein paar. Nicht die andere? Ich kann sie nicht anwerfen, glaube ich. Okay, sei es drum, wir handeln mal. So, jetzt bauen wir mal auf. Was noch notwendig ist. Also, sie brauchen eine Salzmine. Wo ist Salz? Ist das Salz? Eisen? Stein? Wo sollte Salz sein? Hier? Stein, Kohle, Eisen? Und die ganze verfolgt, wenn ich nur noch verfolgt. Ich muss mal die Schiffe, glaube ich, von der kaputt haben. Ich weiß es nicht, aber wir müssen das bauen, was geht. Und da es nur hier den Fluss gibt, werden wir erstmal hier die Gerberei bauen. Und wie wird die gebaut? Landesteg, so. So. Diese Musik ist ständig, wenn da irgendwie ein Krieg herrscht. Okay. Gut, jetzt habe ich diese Geschichte hier gebaut. Es ist gleich weg, genau. So. Was braucht sie? Die braucht jetzt hier Tierhäute und Salz. Ja, aber die müssen ja diese Tiere nämlich verarbeiten. Ne? Jetzt brauche ich hier eine Salzmine. Was bedarf Salz? Ich benötige Kohle und Sole. Produziert Salz. Sole? Was ist Sole? Benötigt Bäume, produziert Potasch. Ne? Ja, das ist fürs Glas. Stillt das Bedürfnis nach Glaube. Muss auf Sole vorkommen. Errichtet werden, produziert Sole. Aha, eine Salzmine. Ja, aber wo gibt's Salz? Ist ein Bergwerkstyp, aber wo gibt's Salz?
So, mein Schiff. Wir schauen mal kurz, ob es hier Salz gibt, auf dem seine Insel. Wir müssen nur nah ran an eine Insel und dann erkennen wir, was es drauf gibt auf dieser Insel. Die Insel verfügt über keine Rohstoffe. Schauen wir mal, ob hier auf dieser Insel vielleicht Rohstoffe da sind. Ort des Wissens verfügt über keine Rohstoffe. Hier auch keine Rohstoffe hier. Mein Name ist Ibn al-Hakim. Ich leite diese Akademie. Okay. Das ist ein Hort des Wissens hier. Aha, da oben. Ach, deswegen habe ich auch zuerst gesagt Nordosten. Ach komm, so plötzlich, das ist umsonst gebaut da unten. Sie haben eine neue Insel entdeckt. Hier ist immer nur Stein, Kohle. Eisen. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Das ist Sole. Also Salz. Und hier gibt es auch einen Fluss. Hier gibt es alles. Hier gibt es Salz. Eisen, alles. Okay. Also diese Insel werden wir uns jetzt nehmen, obwohl wir zwar da unten jetzt auch eine haben. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das heißt, wir brauchen hier dieses Ding gar nicht. Die Gerberei. So, die werden wir jetzt gleich mal wegmachen. Wir bauen alles nördlich jetzt nochmal auf. Halt mal an. Geht gar nicht, ich kann ihn nicht angreifen, so witzig. Okay. Sie haben tatsächlich Nordosten gemeint. Ich habe zuerst die Karte verkehrt rumgehalten. Witzig, warum habe ich dann da unten? Okay, das ist einfach nur die Gewürzfarm von uns. Wo bauen wir auf? Wir wollen das Salz von hier oben. Oder von hier unten. Von hier unten geht auch. Deswegen bauen wir uns hier unten mal. Hier unten gibt es eine Jagdhütte. Bärenhöhle. Okay, wir bauen uns einen Hafen auf. Und bauen auch. Da wir das nicht machen können, brauchen wir hier oben noch eine kleine ein kleines Markthaus, was am besten irgendwie alles abdeckt, was wir hier machen. Ich finde diese Mine noch, also diese Mine will ich noch mit haben, weil da Salz drin ist, obwohl Salz auch da oben wäre. Machen wir das so? Okay. Es ist genug. Wir müssen Marie d'Artois davon überzeugen, dass dieser Kreuzzug ein Fehler ist. Meine Schreiber haben einen Bericht über Forcas Kinderhandel verfasst. Ihr solltet ihn rasch an meinem Kontor abholen. Okay, dann machen wir mal, während das dir mal aufhört zum Angreifen. Marie d'Artois. Währenddessen bauen wir uns jetzt hier die Produktion auf. Wir wollen jetzt hier, schauen wir nochmal. Erstmal Salz brauchen wir. Ja. Wo haben wir Salz? Das ist da oben. Zuerst die Salzmine, die werden wir von da jetzt abbauen. Es war sehr vorausschauend von euch, diese Mine zu errichten. Aus der Sohle könnt ihr erstklassiges Salz herstellen. Ja, das wissen wir. Jetzt brauchen wir das da. Die benötigen Kohle und Sohle. Das heißt, ich werde jetzt mal hier Sohle abbauen. Am besten irgendwo ziemlich dran. Salz ist wichtig zum Gerben. Habt ihr schon genügend Sohle, um gleich mit der Arbeit zu beginnen? Jetzt produzieren wir erstmal Kohle aus Holz. Ich glaube, das ist am einfachsten. Ah, ich verstehe. Der Köhler versorgt die Saline mit Kohle. Genau. So, wir verbinden die so. Jetzt sollte die hier Kohle bekommen und Salz bekommen und produziert, also und Sohle bekommen, was auch immer Sohle ist. Sohle dürfte quasi unbearbeitetes Salzgestein sein. Ne? Und wahrscheinlich müssen sie es erhitzen, damit sie daraus eben das Salz produzieren. Und dann brauchen wir eine Schweinezucht. Die sollten
hier Schweine produzieren. Schauen wir mal. Ein paar Felder. Wie viele Felder? 4 Felder, okay. Hier. Es wurde alles so niedergeschrieben, wie es geschah. Werdet ihr den Bericht an euch nehmen? Sicher. Mein Volk würde vermutlich Ziegen bevorzugen, aber Schweine sind auch in Ordnung. So, jetzt haben wir hier Salz gemacht. Produzieren wir noch mehr Schweine? Hier. Genau, und eins noch da oben. Eins da unten, so. Und jetzt brauchen wir noch die Gerberei. Wir brauchen noch etwas mehr Holz. So, wie ist das kleine Handelsschiff, das wir gebaut haben. Das nur herumsteht und sonst nichts macht. Nehmen wir etwas Holz mit. Und fahren da mal hin. Dann produzieren wir gleich Lederwämser hier. Was schauen wir uns das mal an? Was haben wir hier? Schweine. Zucht mit jeder Menge Schweine. Köhlerhütte hier. Hier hauen sie Salzgestein aus dem Berg raus. Und das Ding braucht noch etwas mehr Kohle, aber wir produzieren schon. Wir arbeiten dran. Die Köhlerhütte funktioniert nicht auf ihr Maximum. Wie sie denn könnte, aber ich glaube, das reicht. Wir brauchen, glaube ich, nicht so viel Salz. Wir werden das jetzt gleich mal sehen. Sonst brauche ich aber eine zweite Köhlerhütte, ja? So, und jetzt brauchen wir da noch eine Gerberei drauf. Ihr habt einen Gerber eingestellt. Das ist hervorragend. Yep. Allah sei gepriesen. Die ersten Lederwämser sind in Arbeit. Ihr werdet mir doch einige davon für die Flüchtlinge überlassen. Natürlich. Wir produzieren schon. Das Ding braucht einfach mehr Einflussbereich, dann hätte es besser produziert, aber ich brauche hier oben einfach eine zweite und dann sollte es gut laufen. Weil sonst, ich weiß nicht, ich werde es mal anschauen, ob das jetzt genug Kohle hat, damit es zumindest auf 70-80% produziert. Wenn ja, dann reicht das. Und aktuell mache ich sowieso Minus. Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben Tierhäute, wir haben Sohle, wir haben aber noch keine Lederwämser. Lederwämser sind einfach nur Lederkleider, ne? Wir warten noch ein bisschen. So, wo ist jetzt der Brief, den wir abgeben müssen? Muss ich hinfahren mit dem Brief? Die Hoffnung des Großviziers bringt den Bericht darauf. Okay, dann fahren wir da. Fahr da mal hin zu Marita. Da, ich hoffe, die schießt mich nicht ab. Wir sind aber ja nicht wirklich Feinde, oder? Ich und die Marita. Okay, wir brauchen noch Lederwämser. Wir müssen mehr Bier herstellen. Eventuell sogar mehr Leinenkutten. Schauen wir mal. Bestimmt verkaufen wir irgendwas hier, ne? Hm. Ich brauche mehr Häuser. Ich will nicht Minus machen hier. Hat er alle Aufstiegsrechte schon vergeben? Ja. Das Ding muss nur ein bisschen die Straße an eine Straße angrenzen, dann reicht das. Wie ihr seht, da steigen die Wohnhäuser gleich auf. Wie machen wir das, dass alle Wohnhäuser ein bisschen zufrieden sind? Was bringt ihr da? Ein Schreiben von diesem Großvisier? Euer Handeln entfernt euch von Gott. Warum nur lässt Allah das geschehen? Aber vielleicht gibt es Hoffnung.
Einige Flüchtlinge haben ein Korsarenwrack gesehen. Könnte es eines jener Schiffe sein, das in den Kinderhandel verwickelt war? Vielleicht, ja. Das werden wir jetzt ermitteln. Das finde ich sehr schön. Hier die Kirche, hier ist gleich mal die Schenke daneben. Hier sündigt man, hier entschuldigt man sich dafür. So, wo produziere ich denn eigentlich hier meine Klamotten? Für diese Leute. Leinenkunden. Zu 29,5% 0 Tonnen Leinenkunden auf Lager. Und Bier ist auch zu wenig da. Wer produziert denn hier Bier? Obstwiese. Wir produzieren nur Most. Und Brot. Denn hier niemand? Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Wer sind die Gemeinschaft? Es sind immer solche, die nicht an der Straße angrenzen, aber die grenzen auch alle an der Straße, oder nicht? Muss ich hier die Straße so drumherum bauen? Jetzt zufrieden. Ja. Okay. Irgendeiner von denen war das. Noch mehr Gemeinschaft. Okay. Ja. Habe ich nicht die Patrizia jetzt erreicht, die er gern hätte? Doch. 8 Tonnen Leder. Wie schauen wir aus mit den Lederwämsern? Es läuft ganz gut. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen die Kleiderproduktion etwas in die Höhe treiben, aber ansonsten ganz okay. Warum? Was ist denn hier los? Ach kaum, der Weg führt nicht hin. Eine Brücke musste gebaut werden. Der ist voll und der Karren kommt nicht. Hier alles voll? Nee. Was ist los, Mensch? Jetzt kommt er. Ja, der Karren hat nicht abgeladen. So, wie viel Lederwämse möchte er haben? 8. Jetzt haben wir 5. Wir produzieren wieder Plus, weil wir mehr Leute haben und dadurch mehr Einnahmen. Wir bringen dem Großvisier mal seine Lederwämser. Vielleicht solltet ihr eines eurer Schiffe regelmäßig Lederwämser zu eurer Bevölkerung bringen lassen. Ja, ja, das machen wir gleich. Zuerst bringen wir dir die 10 und dann stelle ich die Lederroute ein. Sind diese Lederwämser für die Flüchtlinge gedacht? Ja, bitte sehr. Allah segne euch. Ja. Kommt danke. Und seid mein Gast. Jetzt habe ich 130 Ruhm, jetzt könnte ich was kaufen hier. Zum Verkauf. Mit dem Aussehen von Saatgut kann auf einer Insel eine neue Flucht geschaffen werden. Madame Dachois Schiffe greifen weiterhin die Dörfer dieser Region an. Nehmt diese Insel als Geschenk für eure Hilfe. Dankeschön. Bestimmt finden sich einige Nomaden, die euch bei der Produktion von Milch und Datteln unterstützen. Ein Bazar und ein paar Hütten würden ihnen schon genügen. Okay. Hier gibt es auch Quarz auf dieser Insel. Es geht ein bisschen schnell alles. Wo sind wir? Jetzt machen wir das, was wir gesagt haben, dass wir machen. Und zwar, wir stellen die Lederroute ein. Wir nennen es Lederroute. Lederroute. Und damit meinen wir jetzt kein Spielzeug. Wer böse ist, bekommt die Lederroute. Wir sind hier nicht bei 50 Shades of Grey. So, dann machen wir das da. Hier laden wir auf Lederwämser. Und dann machen wir Konto hinzufügen. Das da. Und hier laden wir Lederwämser wieder ab. Los geht's. Hopp, hopp. Okay.
Ihr regelmäßiges Einkommen beträgt minus 169. Eine Produktion kommt zum Erliegen.